Das Thema Nachhaltigkeit ist eine der vier Säulen unserer Strategie und ist gleichgewichtet mit den anderen drei Säulen. In dem Sinne ist Nachhaltigkeit für uns ein sehr, sehr bedeutendes Thema. Es kommt ein Stück weit aus unserer DNA heraus, wenn Sie sich überlegen, wie genossenschaftliche Banken gegründet worden sind, unter den Prinzipien der Solidarität, der Subsidiarität. Das sind alles Begriffe, die man heute auch im Thema Nachhaltigkeit nochmal verwendet. Sie können es auf den Punkt bringen und sagen, im Grunde haben wir Shared Economy erfunden, da war der Begriff noch gar nicht geboren. Nachhaltigkeit wird die Gesellschaft verändern. Und immer wenn sich die Gesellschaft verändert, ergibt sich natürlich auch für eine Bank sowohl die Möglichkeit als auch die Verpflichtung, ihrem Kerngeschäft nachzugehen, nämlich genau diese Transformation zu finanzieren. Und genau das ist die Chance, die ich in dem Thema sehe. Es gibt Regulatorik in dem Thema, das ist richtig, das gehört zur Pflicht und die werden wir erfüllen. Das Ganze hat zwei Aspekte. Zum einen gibt es natürlich den Aspekt des einzelnen Bankbetriebs, den wollen wir, glaube ich, hier gar nicht näher beleuchten. Also natürlich wird auch der eigene Bankbetrieb nachhaltiger werden. Aber viel wichtiger ist ja letzten Endes, dass die Bilanz der Bank für die Transformation letzten Endes auch bereitsteht und den Weg mit der Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit begleiten. Dazu gehört eine ganze Menge Beratung. Es geht nicht darum, dass wir nur nachhaltige Unternehmen finanzieren, sondern es geht darum, dass wir den Unternehmen helfen, nachhaltiger zu werden. Genau da sehe ich unseren Mehrwert. Ich finde da den genossenschaftlichen Finanzverbund mit der DG Next Solution auf einem sehr, sehr guten Weg. Also wir tauschen die Karten jetzt sukzessive aus. Wir tauschen sie aus gegen RPVC-Karten. Das wird alles in den nächsten Jahren irgendwo passieren. Wir haben einzelne Banken, die sind schon einen Schritt weitergegangen und bringen auch nachhaltige Karten. Auch wir haben heute bei dem Forum viel gesprochen, auch über Karten aus Holz, tatsächlich schon auf dem Markt. Ich persönlich glaube, das ist etwas, das tun wir. Das tun wir auch als Überzeugung. Und ich bin auch überzeugt, es gibt auch den Markt dafür. Man sieht ja die Nachfrage nach diesen Produkten.